Mein Name ist Gustav von Hirschheid. Und ich bin Michael von Hirschheid. Ja, und mein Name ist Rosa von Braunheim und ich habe das Glück, in dieser wunderbaren Galerie Gustav von Hirschheid ausstellen zu dürfen. Und zwar ist die Vernissage am 8. November, das ist ein Freitag, und um 17 und 19 Uhr werde ich Gedichte vorlesen. Und dann den ganzen November bis Anfang Dezember, jeden Sonnabend um 16 Uhr, gibt es eine orgiastische Teeparty. Ihr seid ein Paar, wann habt ihr geheiratet? Montag vor 2 Jahren, am 14.10. Und warum? Wir sind ja schon seit 35 Jahren ein Paar und vorher war es einfach nicht erlaubt zu heiraten. Und als es dann erlaubt war, haben wir das dann auch gleich gemacht. Ihr seid beides Ärzte. Du bist Radiologe, ja. Und du hast eine Praxis für Allgemeinmedizin. Ja. Aber ihr seid auch Künstler. Du malst. Ja, also richtig intensiv habe ich es ein bisschen auf Drängen hier von meinem Mann, weil er meinte, ich habe kein richtiges Hobby und ich müsste mir was suchen. Und ich hatte früher ja immer gemalt, dann habe ich so etwas seit 2012 angefangen, habe jeden Tag gemalt, kann man sagen. Nun sind ja viele Ärzte sind ja süchtig, ne? Manche nehmen Morphium oder Lachgas. Du bist süchtig nach dem Malen. Ja, süchtig nach Malen. Also ich kann da viel aufarbeiten, nicht? Also wenn ich am Tage viel Elend sehe, dann kann ich abends, ich male meistens abends, weil ich ja tagsüber praktiziere, und dann kann ich vieles aufarbeiten in der Malerei. Das geht dann in den Farben in meiner Malerei unter und ich vergesse viel, kann abschalten. Es entspannt mich. Es ist gleichzeitig Therapie. Michael, du fotografierst. Ja. Was fotografierst du? Also mein Interesse liegt eigentlich eher so auf reportagenhaften Sachen. Ich bin jetzt vielleicht nicht so sehr der Kreateur, sondern eher der sagen, eine Auswahl trifft mit der Kamera, also ein Ausschnitt von der Wirklichkeit. Nun seid ihr ja beides Heiler. Können denn Bilder auch heilen? Ich glaube schon. Also ich habe zum Beispiel in meiner Praxis die Wände voll geklebt, muss man fast sagen, mit Bildern von oben bis unten. Und die Leute lassen sich drauf ein. Also es kommt kaum einer zu mir dann in die Sprechstunde und spricht mich nicht auf meine Bilder an. Ich glaube, das trägt schon zur Heilung bei. Nun muss man sagen, beides Heiler stimmt auch nicht ganz. Er ist Diagnostiker, ich bin mehr der Heiler. Nein, da muss ich widersprechen. Also ich mache ja auch Interventionen, also ein Radiologe ist heutzutage nicht nur einer, der Bilder anguckt, sondern der auch Eingriffe macht. Allerdings sehe ich immer wieder als Problem an, dass die Menschen heute ein bisschen verlernt haben, etwas wirklich genau anzuschauen. Und das muss man, glaube ich, dem Publikum wieder etwas näher bringen. Ihr habt jetzt hier die Galerie aufgemacht. Die ist in der Wielandstraße Nummer 31 in Berlin-Charlottenburg gegenüber dem Walter-Benjamin-Platz. Und wie lange seid ihr jetzt hier? Seit April, seit dem 5. April. Und stellt ihr nur eure eigenen Sachen aus? Die ursprüngliche Idee war natürlich, für die eigenen Werke eine Plattform zu schaffen, das ist ganz klar. Wir haben vorwiegend andere Künstler natürlich auch. Und das ist auch für uns interessant und bietet uns auch wieder neue Anregungen für unsere eigenen Arbeiten. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt mit meinen naiven Bildern. Ich werde auch mein Buch vorstellen, Der kleine und der große Penis.